Hi Leute, Split-Programm Teil 2. Ja, besten Fall noch immer Montag, Mittwoch, Freitag, wenn ihr übelst die Maschinen seid von mir. Montag, Dienstag, Mittwoch, dann nach dem Rotationsprinzip gleich wieder von vorne. Und bitte lasst den Muskel ein bisschen Pause, ein, zwei Tage, um sich auszuruhen. Also wir haben heute Brust und Bizeps nehmen wir rein. Grundsätzlich empfehle ich, das fördert dann auch ein bisschen so die Vorermüdung, macht ein paar Liegestütze, gerade auch zum Aufwärmen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr Armkreisen und die Kniebeuge aber generell als Aufwärmprogramm mitmacht. Dann macht euch einmal für Brust-Bizeps-Bereich erst einmal, weil wir mit der Brust anfangen, ein paar Liegestütze, die Mädels gerne wieder hier auf den Knien. Dann macht ihr schon mal so drei Durchgänge bis kurz vorm Versagen. Immer mit den 3 Sekunden, ihr denkt wieder dran, relativ langsame Bewegungen nachher mit den Hanteln und maximal 30 Sekunden Pause zwischen jeder Übung und jedem Satz. Okay? So, dann wird es komplex. Ihr müsst jetzt gucken, wenn ihr nicht zu Hause habt, also wir starten grundsätzlich, wenn möglich, denkt an Sicherheitsbelehrung, mit einem Hocker, einem Stuhl, also eigentlich Hocker. Ihr braucht irgendwas Schmales, wo ihr euch bewegen könnt. Okay, und was nicht zusammenbricht, das ist hier wieder gerade so eine Nummer, müsst ihr selber wissen, ob ihr das macht. Ihr legt euch hier mit dem Rücken hier drauf, dann müsst ihr euch zusehen, dass ihr die Hand hinbekommt. Ihr habt gesehen, es kippelt schon, also eigene Verantwortung. Ja? Ich übernehme keine Verantwortung, wenn quasi der Stuhlbein dann hier durchguckt, wie bei Alien. Ob der Becher ist. So, dann haut euch auf den Hocker und dann beginnen wir erstmal mit Bankdrücken. Schön runter und hoch. Und ihr könnt auch ruhig und gleichmäßig arbeiten. Ja? Wenn ihr merkt, es ist zu leicht, ihr kommt quasi über 20 Wiederholungen relativ chillig, dann hier Slow Motion. Was ihr noch machen könnt, so die Pros, ihr geht hier hoch, führt die Handeln zusammen und kontrahiert hier kurz gegeneinander. Dann habt ihr so ein bisschen Spitzenkontraktion an der Brust. Ihr drückt quasi die Handeln so zusammen. Seht man bei einer Mini-Brust nicht. Ja? Aber im Grunde genommen funktioniert das gut. Und dann gleich mit hier hoch, Spitzenkontraktion. Wieder runter und hoch. Davon 3 Durchgänge, 30 Sekunden Pause. Dann fliegende. Das heißt, Handflächen zueinander drehen und dann gehen wir hier raus. Geht nur so weit in die Dehnung, dass eure Schulter auch mitmacht. Und dann kommt ihr hier schön hoch über die Brustmuskulatur. Und auch hier gilt relativ Slow Motion. 3 Durchgänge, 10 bis 20 Wiederholungen, 30 Sekunden Pause und dann direkt wieder rein hier und hinterher wieder Bankdrücken, wenn nötig, Spitzenkontraktion. Wieder 3x 10 bis 20 Wiederholungen. Okay? Und wer dann merkt, ich habe immer noch nicht den Punkt, sofort runter, 30 Sekunden Pause und Liegestütze. Bis nicht mehr geht. 3 Durchgänge, 30 Sekunden Pause. Und dann sollte man quasi den Brustbereich ordentlich drangsaliert haben. Eine Alternative, wer den Hocker nicht hat. Sammelt euch Kissen zusammen, Decken, Schlafsäcke, seid kreativ. Ja? Nehmt zum Beispiel den Schlafsack, nehmt ihr ein Kissen, stoppt das hier irgendwie dazwischen. Wenn ihr Hilfe habt, lasst euch helfen. Ich habe nur Heike. Ich muss den Scheiß alleine machen. Sie schüttelt gerade den Kopf, du kannst es nicht sehen, aber sie freut sich. Und dann können wir ja eigentlich das auch ähnlich durchziehen. Ja, wir kommen nicht ganz so in die Dehnung wie beim Hocker, aber es reicht. Beziehungsweise das Gleiche bei den Fliegen. Hinter runter bis zur Erde und wieder hoch. Ja, und das gleiche Konzept. Also guckt, dass in irgendeiner Art und Weise, ich sag mal, die euren Rumpf ein bisschen erhöhen könnt. Dass ihr so viel Spielraum habt, dass ihr die Arme, also die Hände, in Brusthöhe bekommt beim Bankdrücken, beziehungsweise ein kleines bisschen in die Dehnung kommt bei den Fliegenden. Okay? So. Und dann kommt Bizeps-Training. Ganz wichtig für Leute, die das wollen und die keinen haben, so wie ich. Ich will das aber nicht. Vorermüdung. Nennt sich Konzentrationskurs in der Fachsprache. Ihr beugt euch nach vorn, könnt euch hier abstützen, nehmt die Hantel und dann kürzt ihr die hier so hoch. Ja. Ihr könnt es auch gleichmäßig langsam machen,
Heike zoomt jetzt ran, weil man von Weitem die Bizepskontraktion bei mir nicht sieht. Das alles mache ich ab. Ja. Dann bringen wir erstmal so eine gewisse Grundermüdung rein. Ihr auch, wenn ihr merkt, es ist zu leicht, wir brauchen ja, wir haben ja immer nur einen Satz Handeln für alles, dann macht er halt hier Slow Motion, bietet sich ja an. Und wenn ihr rechten Winkel habt, haltet er eine Weile. Wieder so bis zu 20 Wiederholungen, dann direkter Wechsel und wieder Feuer. Okay, mithalten, wenn notwendig. Drei Durchgänge. Ja? So, dann hoch, bitte beachtet aber die 30 Sekunden und die klassischen Curls. Wenn hier geht auch alles mit Slow Motion, kann man auch sagen, ja, 21, 22, 23, 25, 26. Halten. Und runter. Geht wie allen, wie bei allen Übungen hier darum, den Muskel zu ermüden mit maximal 20 Wiederholungen. Hier auch drei Durchgänge, 3 Sekunden Pause, zwischendurch nur kurz ausschütteln. Wenn die Wiederholungen drastisch weniger werden, haben wir alles richtig gemacht. Nach dem Ausschütteln machen wir quasi supinierende Curls. Handflächen nach vorne und dann kommt ihr hier hoch und dreht das immer ein. Jetzt kommen wir so langsam irgendwann zu dem Punkt, nach 6 Sätzen Bizeps, nee, das sind ja dann schon 9, wo er echt platt ist. Wenn ihr hier wieder 3 Durchgänge habt, 10 bis 20 Wiederholungen mit 30 Sekunden Pause, ich will es nicht aufs Auto. Dann letzte Nummer, Hammer Curls, sind wir quasi am stärksten und dann quälen wir uns noch die nächsten raus. Wichtig ist bei der Nummer, ich sehe immer die Jungs, laden sich da richtig ab und dann hier. Es ist keine Rückenübung, sondern wir wollen den Bizeps ermüden. Das heißt, Oberkörper bleibt 100% stabil und wir arbeiten hier, also ob das jetzt diese Curls sind oder diese Curls sind, wir arbeiten wirklich immer nur mit den Bizeps. Wenn es dann nur 6 Wiederholungen zum Schluss wären, ist das okay, der soll wachsen. Das passt. So, dann haben wir den mit 12 Sätzen drangsaliert. Sollte reichen, reicht manchen immer noch nicht. Dann wird er wie zum Abschluss, geht er nochmal in die erste Übung rein und macht noch ein paar Konzentrationscurls. Vielleicht 3 Sätze. Okay? Lasst den dann ausruhen, den Bizeps. Ihr braucht nicht nochmal Pausen. Einfach wachsen lassen. Viel Spaß, bis gleich.